Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 Gold Edition hier auf der Volkshill Map. Und wir schauen, Feld 10 war schon gedüngt, dementsprechend ist eigentlich schon fast davon auszugehen, dass die 15 auch schon gedüngt ist, aber sicherheitshalber schauen wir mal kurz vorbei. Sollte sie natürlich schon gedüngt sein, haben wir uns den Arbeitsschritt hier schon mal gespart. So, gehen wir kurz hier in die Außenperspektive, fahren mal so einen Schlenker. Dann drehen wir kurz. Haben wir hier am Feld irgendwelche Texturunterschiede? Ne, ist genauso hell oder dunkel wie vorher. Also auch hier ist schon gedüngt. Dann haben wir uns das gespart. Fahren wir zum Hof, bringen den Düngersteuer weg. Und ja, dann können wir uns überlegen, was wir denn dann als nächstes anhängen. Also klar, an den Traktor, den können wir natürlich dann auch nutzen, um ein paar Sachen zum Hof zu fahren. Wo ich gespannt bin hier mit dem Strohverkauf, ob das mit Cosplay funktioniert. Ansonsten werde ich eben, so leid es mir tut, die Hütte dann austauschen gegen die Standard-Strohverkaufshütte, damit es funktioniert. Ja, waschen können wir noch nicht. Wir haben hier zwar den Waschplatz, müssten uns nur einen Kärcher hinstellen, aber es gibt einen anderen tollen Waschplatz und den möchte ich eigentlich verwenden. Den werden wir uns dann aber wohl erstmal verdienen müssen. Vielleicht werden wir dann übergangsweise erstmal noch einen Waschplatz nehmen. Schauen wir mal. So, hier neben stellen wir dann unsere Geräte ab. So, machen wir hier den Düngerstreuer. So, wenn es kracht, noch einen Meter. Bumm, da hat es gekracht. Fahren wir ein Stückchen nach vorne, sieht schöner aus. Und wie gesagt, mit dem können wir dann eigentlich wieder an den Hof, aber zum Händler. Aber wir stoppen hier erstmal und ich schau mal hier. Wir gehen in unseren Drescher. Den werde ich aber sogar... Oh. Hier machen wir mal die rechte Maustaste weg. Den werde ich hier mal nach unten verschieben. Und eigentlich müssen wir bei dem hier anfangen. Und auch hier machen wir die rechte Maustaste weg. Das werden wir also so nach und nach bei allen Fahrzeugen dann erstmal haben. Mit dem fahren wir jetzt erstmal hier Richtung Feld, damit dort unser Drescher das Schneidwerk eben aufnehmen kann. So, wir parken mal hier, da tun wir den Verkehr noch nicht ganz so doll belästigen. Springen hier rein, gehen mal in die Innenperspektive. Ja, also dieses besser lenken ist eigentlich ja gedacht, dass wir eben mit der Tastatur etwas besser lenken können. Das heißt, das Lenken ist hier beim Lenkrad jetzt gar nicht mit beeinflusst, das ist gleich. Das ist aber eben, wenn ich mit Tastatur eben lenke, dann ist das, je schneller ich fahre, umso weniger hektisch oder umso weniger schnell geht das Lenkrad rein. Das heißt, ich verreiße die Kurven dadurch nicht so. Kann das aber auch so ein bisschen noch umstellen. Und nettes Feature hierbei ist eben, dass die Kamera sich so mitbewegt. Und deswegen nehmen wir den hier trotz Lenkrad eben mit rein. Trotzdem natürlich auch noch bessere Innenansicht. Na. Jetzt lässt er uns hier den nicht los, oder was? Das gibt's doch nicht. Also dann hier reinfahren, Gas geben, dann müssen wir schauen. Also das funktioniert hier alles noch nicht so richtig. Nee, da kommt er auch nicht weg hier. Also Schneidwerkswagen ist zwar eigentlich eine tolle Geschichte und bei 7 Meter Schneidwerk kann ich doch auch nicht mehr über die Straße fahren. Jetzt lasse ich den mal los und schau mal, ob der jetzt... Na, jetzt kommt er weg. Also ist vermutlich dann der Attacher nur aktiv, wenn ein Fahrzeug dranhängt. Dann muss ich also dementsprechend vorm Abhängen den
Anhänger lösen. Ist jetzt auch nicht das Riesenproblem. So, und wir lassen hier das Ganze natürlich nicht von einem Helfer fahren, oder von einem Helfer schon, aber eben nicht von einem normalen Helfer, sondern von Cosplay. Fahren hier mal so grob vor, damit der Verkehr halbwegs vorbeikommt, und dann stellen wir Cosplay ein. Wir gehen hier auf Feldarbeit und wir haben hier auch wieder Feld 10. Die Arbeitsbreite müsste er erkennen auf 7 Meter. Auch hier können wir zur Sicherheit hingehen und können mal so 0,2 Meter runtergehen. So, Südost nach Norden. Am Startpunkt enden machen wir auch hier wieder aktiv. Generieren das Ganze, speichern, Feld 10. Dreschen mit 7 Meter. Und dann können wir hier eben schon sagen, STRG Numpad 7 starten. Er kann loslegen. So, dann fahr mal los, mein Freund. Wunderbar. Das funktioniert. Haben wir auch die Strohablage? Haben wir. Schön, denn das Stroh werden wir dann nutzen, werden wir einsammeln. So, hier werden wir jetzt erstmal den Schneidwerkswagen hier einmal auf die Wiese um die Ecke stellen. Ich glaube aber, dann gehe ich hier einfach mal hin und drehe das Ganze um. Kann das abhängen. So. Und dann kann ich da nachher mit dem Drescher das Ganze drauf fahren. Und dann eben mit dem Traktor wieder abholen. Ist halt schade, dass der Drescher keine Anhängerkupplung hat, dass wir das damit nicht selber fahren können. Aber auch das wird irgendwann weniger ein Problem werden, wenn wir dann eben andere Drescher haben, die auch über eine Anhängerkupplung besitzen. So, wir können ja eigentlich drin bleiben. Wir hängen uns hier das schon mal an, werden das aber erstmal zunächst noch nicht brauchen, machen den Motor aus und jetzt gehen wir mal hier hin. Unser schnellstes Gerät, der dann fürs Abfahren zuständig ist, dem können wir auch hier schon mal den Anhänger dranhängen. Und der bekommt dann natürlich einmal auch die rechte Maustaste deaktiviert. Und dem müssen wir jetzt natürlich einen Kurs einfahren, für hier vom Feld das Ganze zum Hof zu bringen. Dafür fahren wir hier einmal ein Stückchen um die Ecke rum. So, und hier können wir dann starten. Hier fahren wir einfach mal. Dadurch, dass ich eh einen Drescher dann manuell auswähle, muss ich nicht auf dem Feld stehen. Das heißt, ich kann hier neben dem Feld einfach die Aufzeichnung beginnen. Wenn ihr Drescher automatisch finden lassen wollt von Cosplay, dann müsst ihr definitiv auf dem Feld draufstehen, weil er nur auf dem Feld dann auch sucht. Ich persönlich empfehle eher, das Ganze manuell einzustellen, weil die automatische Suche, die macht hin und wieder auch mal Fehler und findet den Drescher nicht, obwohl er vielleicht in der Nähe ist. Vielleicht ist er auch einfach metatechnisch schon ein bisschen zu weit weg und so weiß er genau, der Drescher ist eben das, wofür ich zuständig bin und gut ist. So, jetzt überlege ich hier gerade, wie ich hier am besten fahre. Ich glaube, ich fahre jetzt gerade nach ganz hinten durch. Dann kann ich nämlich einmal bei den Lagern vorbeifahren und dann durch oder über das Abkippgitter von den Silos, sodass ich das alles in einem Kurs mit drin habe. Das heißt, ich könnte den Kurs dann eben auch zum Beispiel nehmen, um das Strohlager zu füllen. Machen wir hier das Tor auf. So, hier an den Lagern vorbei. Wir sehen auch unten rechts immer schön das Abkippsymbol. Das heißt, wir sind da noch in den Triggern drin. Das funktioniert. Ganz besonders wichtig natürlich hier hinten dann für Rüben, Kartoffeln.
So, hier holen wir ein bisschen aus, fahren hier über unser Gitter drüber. Dann gehen wir noch hin, holen hier einmal aus. Denn beim Rausfahren fahren wir am Tankfass vorbei. Die Abfahrer sind ja immer viel unterwegs. Das heißt, bei denen kommt das auch am ehesten mal vor, dass die tanken müssen. Tanksymbol war eingeblendet. Das heißt, er sollte den Trigger da erkennen. Und dann geht es eben jetzt wieder zum Hof, zum Feld. Und dann kann der den Drescher abtanken fahren. Und wir können uns ja um das nächste kümmern. Wir könnten dann zum Beispiel mit unserem freien Traktor hingehen und könnten schon mal Kurs einfahren für dann Feld Nummer 15. So, wir fahren hier noch so ein Stückchen. So lang, dass wir komplett hier auf dem Grünstreifen stehen. Speichern. Abfahrer kürze ich mal so ab. Von der 10 Lager Silo. Und hier sagen wir kombinierter Abfahrer. Weisen dem den Drescher eben manuell zu. Da müssen wir auch nicht groß hier rummachen. Wir haben nur einen Drescher. Wir machen maximale Geschwindigkeit. Machen die Rundumleuchte aus, damit uns das nicht auf den Senkel geht. Bei 50% Drescher soll er starten. Wenn er über 90 kommt, soll er wegfahren. Das ist in Ordnung. Fruchtumfahrung, ja, lassen wir erstmal aktiv. Müssen wir dann sehen, ob das störend ist oder nicht. Und da fährt er los. Steige ich aus, damit er mir auch glaubt, dass das wirklich nur Cosplay macht und eben nicht ich steuere. Da merkt er jetzt gleich, jetzt ist die Frage, bekommt er das Wendemanöver hin oder bleibt er da am Drescher hängen? Manchmal wendet er ein bisschen knapp und kommt dann in die Kollision vom Drescher rein und sagt, ich kann hier gar nicht weiter wenden, aber hier funktioniert es diesmal ganz gut. So, muss ich noch ein bisschen nach vorne kämpfen, damit das mit dem Abladen funktioniert. Und da wird übergeladen. Wunderbar, das funktioniert einwandfrei. Stroh wegfahren, werden wir noch ein bisschen warten. Aber wie gesagt, wir können ja in der Zeit schon mal uns um die Kurse hier hinten kümmern. Feld 15. Fahren wir also einmal zu Feld 15 hin. Die Mastanlagen auf der rechten Seite, ob wir die verwenden, schauen wir mal. Jetzt am Anfang werden wir auf Tiere erstmal noch verzichten, beziehungsweise wenn, dann eben nur die Standardtiere verwenden. Und wir waren ja auch am großen Güllebecken vorbeigefahren. Ich bin kein Freund von diesem Güllebecken, einfach auch, weil es mit Cosplay zum Beispiel nicht funktioniert. Und deswegen werde ich das eben dann auch nicht nehmen. So, hier sind wir am Feld 15 angelangt. Hier müssen wir uns jetzt überlegen, wie fahren wir. Und ich würde sagen, wir starten die Feldkurse dort oben an der Ecke. Das heißt, wir fahren einmal hier hoch. Starten wir hier oben. Starten wir hier oben oder starten wir doch da unten? Da unten ist ein bisschen blöd mit dem Gebäude, was da steht. Allerdings könnten wir natürlich auch sagen, wir starten nicht hier unten am Gebäude, sondern wir starten dort oben. Das wird zwar auf der Seite starten, aber eben da oben in der Ecke. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist, glaube ich, doch am einfachsten. So, dann gehen wir hier hin, starten uns Cosplay, gehen hier auf die Feldarbeitskurse. So, die zwei kombinierten Kurse, das können wir erstmal wegnehmen. Hier nehmen wir jetzt Feldrandkurs Feld 15. Arbeitsbreite haben wir eben hier noch von unserem Dünger eingestellt.
starten würden wir auch hier jetzt eben im Südosten und würden aber jetzt nicht nach Norden, sondern nach Westen fahren. Also müssen wir hier auf Westen umstellen. Zack, zack. Und dann haben wir hier eben schon 15 Düngen mit 12 Meter. Der Kurs ist auch schon erledigt. Und dann machen wir eben noch schnell den Auffüllenkurs. So, den können wir, ja, den können wir so etwa hier beginnen. Wir löschen das Ganze wieder, fangen hier an, den Auffüllenkurs zu starten. Müssen zum Hof, müssen da auch wieder an der Saatgutpalette, an der Dünger, ja, Palette ist es ja nicht, am Düngerfass vorbei, zurück zum Feld. Und dann haben wir den Auffüllenkurs. Dann können wir auch noch den Drescherkurs schon generieren. Da müssen wir also nur die Arbeitsbreite natürlich auf die 7 Meter, beziehungsweise wir haben ja mit kleiner Sicherheitsüberschneidung auf 6,80 Meter. Stellen das dann eben auch wieder ein. Und dann können wir das schon mal machen. Das heißt, nachher können wir mit dem Drescher dann schneller loslegen, weil wir das hier mit dem Kurs schon vorbereitet haben. Ist natürlich am Anfang immer ein bisschen viel mit Kursen. Aber ja, wenn wir dann die Grundkurse haben, dann ist das natürlich auch wieder mehr Fahrzeuge einfach fahren, einfach arbeiten lassen. Und nicht mehr so viel zu tun haben. So, und ich glaube, hier fahre ich jetzt mal so lang zurück. Dann kann ich auch das hier einmal nutzen, um am Tankfass vorbeizufahren. Bleib hier etwas weiter von den Hallen weg, falls da mal ein Hänger oder irgendwas eben übersteht. So, am Tankfass vorbei, Tanksymbol war da. Also könnt ihr auch hier tanken. Und wenn ihr an so einem Tank vorbeifahrt, ganz wichtig, hier kommen immer wieder die Fragen, der fährt da vorbei, aber der tankt gar nicht auf. Warum denn nicht? Was habe ich falsch gemacht? Der tankt nur auf, wenn der unter 20% Tankvolumen ist. Ansonsten sagt sich der Fahrer, ach, ich habe ja noch genug im Tank, brauche ich noch nicht tanken. Und dann macht der da natürlich nichts. So. Ah, da wird der Drescher wieder abgetankt. Wunderbar, das funktioniert. Sehe ich also oben links in der Clans-Anzeige. So, und hier fahren wir wieder rüber. Und sagen wir mal, von hier aus kann der sich dann den richtigen Punkt suchen. Das speichern wir also unter 15. Auffüllen. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.